Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen der SG Sonnenhof Groß-Asbach und Jahn Regensburg. Ich grüße ganz herzlich den Gästetrainer Christian Brandt sowie unseren Cheftrainer Rüdiger Rehm. Der Gast hat das erste Wort. Herr Brandt, bitte. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Zuerst mal Glückwunsch an Sonnenhof Groß-Asbach zum Sieg und dem damit verbundenen Klassenerhalt. Ich glaube, wir waren heute ziemlich gut. Die Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht, waren deutlich überlegen, auch gerade in der ersten Halbzeit. Den Gegner davor ziemlich große Probleme gestellt und sind dann durch einen Standard in Rückstand geraten, haben das gut weggesteckt, haben den Ausgleich gemacht. Auch verdient, glaube ich, im Spielverlauf entsprechend. Hatten dann in der ersten Halbzeit noch zwei weitere große Chancen. In der zweiten Halbzeit haben wir einen Lattenschuss und dann nachfolgenden Kopfball, den wir nicht machen. Dann laufen wir allein auf den Torwart zu und wie es halt ist im Fußball, dann kriegt man in der knapp 90. Minute noch eine Standard und verliert so ein Spiel. Das ist bitter für uns, aber das ist Fußball, das ist brutal und ist die Realität. Aber für uns ist das immer noch natürlich nicht erledigt. Wir haben 7 Punkte auf Mainz. Mainz kommt nächste Woche zu uns und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Dankeschön. Dann gebe ich das Wort direkt an dich weiter, Rüdi. Ja, ich glaube, das war sehr gut analysiert von Christian. Wir sind heute überhaupt nicht in unser Spiel gekommen. Wir haben von der ersten Minute weg sehr, sehr viele Probleme gehabt. Druck auf den Gegner auszuüben, Ballgewinne zu haben, die Zweikämpfe so zu führen, wie wir sie in den letzten Wochen geführt haben. Und sind dann sehr, sehr glücklich mit 1-0 in Führung gegangen. Haben wir auch gewusst, wollten dann ein bisschen was verändern, haben gehofft, dass durch dieses Tor vielleicht ein bisschen mehr Leben reinkommt. Was leider dann bis zur Halbzeit nicht passiert ist und wir uns dann natürlich auch mit dem einen oder anderen Spieler bedanken können, dass wir, also unter anderem Christopher Geng, der heute, glaube ich, wieder eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat, dass wir im Spiel geblieben sind, haben dann uns vorgenommen, in der zweiten Halbzeit eine Schippe draufzulegen. Ich denke, dass wir ein bisschen besser im Spiel waren, trotzdem nicht so, dass wir im Grunde genommen am Ende verdient als Sieger vom Platz gehen, zumindest was dieses Spiel angeht. Aber ich glaube einfach, dass wir in den letzten Wochen sehr, sehr gut gearbeitet haben, sehr, sehr viel gearbeitet haben. Und ich weiß auch, wie es ist, wenn man jetzt 7 Spiele ungeschlagen ist, dass das nächste immer schwieriger wird. Ja, und das muss ein Zeichen für uns sein, dass wir einfach mehr investieren müssen, auch in den nächsten Wochen. Wir wollen weiter punkten. Aber ich will halt nicht zu kritisch sein, weil ich glaube, dass die Mannschaft Unglaubliches geleistet hat die letzten 2 Monate. Beziehungsweise, wenn man wirklich die 10 Monate sieht, die wir jetzt in der dritten Liga sind, mit allen Umständen, ja, Trainerwechsel, Trainer wieder da, zwischentief immer wieder, und er hat sich brutal gearbeitet, er hat immer wieder versucht, das Maximale rauszuholen, und vielleicht haben wir uns heute einfach mal das Glück verdient aus dem Spiel raus. Also heute hat man wirklich Glück, das muss man sagen, und ich hoffe oder ich wünsche Regensburg, dass sie den Kopf oben behalten, weil das Spiel einfach gezeigt hat oder die Leistung gezeigt hat, dass die Mannschaft Potenzial hat, und das wusste ich vorneweg schon, aber ja, vielleicht war es bei dem einen oder anderen Spieler nicht so drin. Und trotzdem bin ich, wie gesagt, sehr, sehr stolz auf mein Team und wünsche Christian und seiner Truppe alles Gute.